Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute darf ich euch mal wieder ein schönes Auto vorstellen. Und wie ihr das hier auf meinem Kanal in diesem Format gewohnt seid, machen wir das erstmal zusammen auf der Internetseite des Herstellers. Das heißt, wir schauen mal, was das Auto alles für Möglichkeiten hat, was wir alles bestellen können, welche Farbvarianten, welche Motorvarianten, welche Ausstattungsvarianten es gibt, Räder und so weiter und so weiter. Dann gehen wir zusammen den weiteren Schritt und machen mal eine Konfiguration. Das heißt, wir stellen mal ein bisschen was zusammen und schauen uns an, wo wir überall das Häkchen in die Bestellung reinmachen könnten. Und dann als drittes stelle ich euch dann über diese Kalkulation, die wir dann gemacht haben, eine Finanzierung. Das heißt also einmal ein Privatleasing, Geschäftsleasing und eine Vario-Finanzierung vor. Das erkläre ich euch dann auf der Internetseite, die wir dann besuchen, etwas genauer. In die Videobeschreibung setze ich euch dann Links zu einem Fahrbericht zum Auto und dann auch die Links zur Kalkulation und zur Internetseite des Herstellers. Dann könnt ihr da selber mal reinschauen und könnt dann mal für euch so ein bisschen kalkulieren. So, jetzt will ich es nicht länger spannend machen, rutschen wir einfach mal in die Internetseite rein. Ja, hier sind wir jetzt auf der offiziellen Seite von cupra.de. Cupra ist ja hervorgegangen aus dem Konzern Seat und da hat es einige Cupra-Modelle gegeben und jetzt gibt es die Firma Cupra, die recht sportliche, und das sieht man hier ja letztendlich auch, Modelle rausbringt. Gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier verschiedene, auf der Seite verschiedene Möglichkeiten, uns über den Cupra Formentor, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, zu informieren. Wir haben hier also hier eine Cupra Garage auf der Seite. Wir haben hier die Cupra Master. Das heißt, das ist ein Online-Termin, kann man ausmachen. Ihr könnt also hier euch wirklich das Auto live zeigen lassen, wie das jetzt mittlerweile doch einige Firmen schon haben. Dann, wie gesagt, Online-Termin machen oder auch einen Termin vor Ort machen. Hier können wir dann den Cupra live entdecken. Das heißt also den Cupra Formentor. Und hier gibt es sehr, sehr viele schöne Fotos, die man hier sich anschauen kann. Aber ich will wie immer auf die Internetseiten, die sind mittlerweile so umfangreich, dass man wirklich in so einem Vorstellungsvideo wirklich nur neugierig machen kann und nicht alles, was jetzt hier drauf zu machen ist, auch zeigen kann. Guckt euch das einfach mal an. Ich verlinke euch ja die Seiten in die Videobeschreibung. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal das Auto sehr sportlich mit dem normalen Verbrennermotor letztendlich zu auszustatten. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, einen Allradantrieb mit reinzunehmen, 7-Gang DSG-Getriebe. Natürlich gibt es hier sehr, sehr viele Infos, eine Brembo-Bremsanlage, also sportlicher geht es kaum. Sound auch wie auf der Rennstrecke, also mit einem Klappenauspuff, mit vierflutigen Klappenauspuff. Also alles das haben wir die Möglichkeit, hier entsprechend zu machen. Und hier seht ihr am Kennzeichen E am Ende, das Ganze gibt es auch als Plug-in-Hybrid und den möchte ich euch ja heute vorstellen. Das heißt, wir haben hier dann verschiedene Möglichkeiten, das Auto dann auch nachher zu laden mit Wallbox oder wie man das halt auch entsprechend kennt. Und da wollen wir drauf eingehen. Hier gibt es jetzt noch ein paar Informationen zum Auto an sich. Es ist natürlich ein super sportliches Auto. Hier haben wir die Möglichkeit auch große, hier mit LED-Scheinwerfern. Hier haben wir jetzt mal so ein paar schöne Fotos, die wir uns anschauen können. Und das ist also wirklich schon sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also eine der umfangreichsten Seiten, die ich mir bisher so angeschaut habe. Also auch mit den Videosequenzen macht also richtig was her. Und wie gesagt, hier die Geschichte, dass also jemand euch das zeigt. Dann könnt ihr sagen, hier zeigt man mal gerade den rechten Scheinwerfer, dann geht er dahin. Also das ist wirklich schon mittlerweile, naja, ist natürlich auch den Corona-Zeiten geschuldet. Man kann halt nicht ganz normal in die Autohäuser entsprechend rein. Aber nochmal, die Präsentation des Autos hier bei auf der Seite von Cupra für den Formentor. Schaut euch die in Ruhe an. Hier könnt ihr verschiedene virtuelle Filme euch anschauen.
Und wir wollen jetzt aber mal uns also ein Auto konfigurieren. Und dafür gehen wir hier in den Konfigurator rein. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Ausstattungsvarianten, die verschiedenen Motorenvarianten. Den gibt es hier jetzt mit einem 1,5 TSI Motor mit 150 PS 7-Gang Frontantrieb. Dann haben wir die Möglichkeit, das gleiche als TDI mit 6-Gang Schalter zu nehmen. Also hier gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten bzw. Motorenvarianten. Und ich gehe jetzt mal gerade bis runter. Hier mit 245 PS ist die, soweit ich weiß, nee, 310 PS ist die maximale. Das ist dann die Maximalausstattung. 2 Liter TSI mit 310 PS Allradantrieb. Das ist die, der Wagen, der mit der Maximalausstattung ausgestattet ist. Aber wir wollen ja, wo haben wir E-Hybrid? Genau, 1,4 E-Hybrid, den wollen wir hier nehmen. Der hat dann 204 PS. Den wollen wir gerne konfigurieren. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns verschiedene Farben auszusuchen. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel schwarz, finde ich nicht ganz so schön, weil die ganzen Konturen vom Auto natürlich dann verloren gehen. Weiß ist immer eine Farbe, die, ja, finde ich sehr schön, weil sie auch die Autos größer macht und man kann die Konturen sehr schön sehen. Klassisch ist natürlich Silber, klar. Hier gibt es aber auch eine sehr schöne rote Farbe, da sieht er natürlich sehr schön aus. Hier kann man ein bisschen runterscrollen, es gibt sehr viele Farben. Und dann gibt es auch die matten Farben, das heißt einmal die graue matte Farbe und einmal eine blaue matte Farbe. Die sind allerdings, wie man hier sehen kann, mit 2000 Euro nicht ganz so billig. Ich würde jetzt einfach mal für die Kalkulation, weil ich weiß mag und das gibt es hier auch noch ohne Aufpreis, nehmen wir mal weiß. Dann gehen wir hier weiter. Dann können wir uns die Räder aussuchen. Hier haben wir sehr viele verschiedene. Standardmäßig hat das Auto 18 Zoll Räder. Dann haben wir hier die Möglichkeit, ich zapp hier mal durch, schöne 18 Zoller zu nehmen. Man kann aber auch schöne 19 Zöller nehmen. Und die packe ich jetzt hier einfach mal drauf. Und zwar die, die nicht ganz so viel kosten, 825 Euro. Dann haben wir 19 Zoll mit 245/40 R19. Da sieht das Auto natürlich ein bisschen hübscher aus. Wir bleiben relativ nah an der Ausstattung, das heißt also, wir nehmen jetzt kein Leder, würde 1500 Euro kosten. Wir bleiben bei der standardmäßigen Textilvariante, die hatte ich mir mal angeschaut, die ist eigentlich auch ganz schön. Aber nochmal, das könnt ihr euch natürlich zusammenstellen, wie ihr das möchtet. So, wir haben hier ein Ladekabel, bestellen wir extra, wir wollen ja gerne laden, normalerweise ist das bei den Autos dabei. Wir haben hier ein Winterpaket. Da haben wir nicht nur die beheizbaren Sitze, sondern auch beheizbares Lenkrad. Das nehmen wir hier entsprechend mit rein. Und dann haben wir hier so ein schönes Panorama-Glasdach. Das gönnen wir uns jetzt auch mal als extra. Und dann rutschen wir hier mal weiter. Und dann haben wir hier im Prinzip, sind wir schon durch. Hier können wir jetzt durchscrollen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier 204 PS, 6-Gang DSG-Getriebe. Und hier sind die Angaben auch immer ganz wichtig, die Verbrauchsangaben und CO2-Angaben. Dann haben wir hier die Farbe Weiß. Hier ist nochmal aufgelistet, welche Extras wir uns ausgesucht haben. Innenraum in Schwarz, Winterpaket, das Ladekabel Typ 2 und hier das schöne große Panorama-Glas-Schiebedach. Und dann können wir hier theoretisch auch noch hingehen und uns genau die Ausstattungen anklicken. Das ist dann die Standardausstattung. Das ist sehr, sehr umfangreich. Wir können auch hier hingehen, hier unten in die PDF. Wir können uns die ganze Konfiguration, die wir jetzt gemacht haben, als PDF runterladen. Das dauert einen ganz kleinen Moment. So, und das sieht dann so aus, dass wir hier das, was wir uns jetzt hier brutto 42.630 Euro haben wir jetzt hier mit allen Extras, mit allen Einzelpreisen, aber auch hier jetzt dann die ganzen Ausstattungen nochmal, da kann ich hier jetzt nicht in so einem Film in alles reingehen, das ist dann einfach zu umfangreich. Also guckt euch das mal an, ihr könnt das hier dann wunderbar ausdrucken und dann haben wir hier den Cupra Formentor in der E-Hybrid-Variante, also Plug-in-Hybrid mit der 1,4 Liter, mit dem 1,4 Liter Verbrenner, Vierzylinder, Turbo. Und mit dem zusätzlichen E-Antrieb, 6-Gang DSG-Getriebe, da haben wir dann hier die Möglichkeit, uns das anzuschauen. Und wie gesagt, guckt euch die Seite wirklich mal in Ruhe an. Das sieht natürlich richtig geil aus, auch hinten. Das sieht also wirklich auch so aus. Ihr seht die beiden Ladeklappen hier auf der Seite. Also die E-Ladeklappe ist hier vorne auf der Fahrerseite.
Und der Sprit, der Benzin wird hier hinten auf der Beifahrerseite reingemacht. Und wir haben aber trotzdem, wir einen E-Hybrid haben, haben wir hier so tolle, ich meine, das ist jetzt kein echter Doppelauspuff, wie bei dem 310 PS, bei der 310 PS Variante, aber trotzdem, es sieht schon richtig geil aus. Und ich finde weiß, also wirklich sehr schön, hier auch diese durchgängige LED-Rückleuchte, also auch richtig, richtig schick. So, und dann gehen wir dann mal auf die Seite von leasingmarkt.de, weil wir haben jetzt kalkuliert, was das Auto kostet. Wo haben wir es nochmal hier? 42.000 Euro, finde ich eigentlich in Ordnung. Und wenn man bedenkt, dass man ja noch Fördergelder bekommt. Und dann gucken wir mal an, was hier bei Leasingmarkt zum Beispiel, ich habe ja 3, 4 verschiedene Seiten, die ich immer mal wieder tausche. Bei der einen oder anderen Seite gibt es bessere oder mal schlechtere Angebote. Wir gucken mal, wie wir hier jetzt beim Cupra, hier haben wir Cupra und dann haben wir hier den Formentor. Wir wollen erstmal bei Privat schauen. Ihr könnt also einmal bei Privat oder auch bei Gewerbe schauen. Das heißt, wenn ihr jetzt für die Firma einkauft, sind natürlich die Konditionen etwas anders. Aber wir gucken jetzt einfach mal bei Privat. Dann gucken wir hier die Fahrzeuge bitte anzeigen. Und hier seht ihr schon, haben wir auch hier, wie wir das kalkuliert haben, in Weiß. Cupra Formentor VZ 1,4 E-Hybrid, 245 PS hat der jetzt, okay. Und den gibt es in verschiedenen Motorvarianten. Also hier etwas, aber hier ist auch der 1,4 Liter mit dabei. Und jetzt könnt ihr euch schon mal anschauen, das ist also jetzt ein Auto, wo ihr 5 Monate darauf warten müsst, das heißt Neuwagen-Bestellfahrzeug. Aber im Prinzip auch schon so, wie wir das hier kalkuliert haben. Muss ich mal gerade gucken, Navi ist natürlich alles drin. Jetzt weiß ich nicht, ob das Panoramadach mit dabei ist. Aber gut, das müsste man dann im Einzelnen dann nochmal miteinander abgleichen. Aber hier könnt ihr auch wunderbar sehen, nochmal die Ausstattung, was da alles entsprechend mit dabei ist. Also das ist wirklich, guckt euch die Liste hier an, was da alles mit drin ist. Hier auch die 19 Zoll Räder. Also das ist schon einiges. Dann haben wir hier Umwelt und Verbrauch. Klar, da muss man immer drauf gucken, 1,9 Liter auf 100. Wenn wir den Akku vollladen und dann den Akku erst leer fahren und dann den Rest der Kilometer den Verbrenner einschalten, könnten wir auf knapp 2 Liter auf 100 kommen. Und hier haben wir die unterschiedlichen Ratenvarianten. Aber hier können wir hier oben auch sehen. Ich scroll jetzt mal wieder nach oben. Und dann haben wir hier die Konditionen. Wir haben 24 Monate. Ich gehe jetzt hier mal auf 36 Monate und ich gehe hier auch auf 15.000 Kilometer pro Jahr. Das mache ich eigentlich bei den Kalkulationen immer. Einfach deswegen, weil man dann die Sachen besser miteinander vergleichen kann. Das heißt, wenn wir das Auto 3 Jahre lang leasen, Privatleasing inklusive Mehrwertsteuer und 15.000 Kilometer pro Jahr fahren, hätten wir eine Brutto-Leasingrate von 268 Euro. Finde ich nicht teuer. Das ist wie gesagt brutto. Allerdings gibt es hier eine Sonderzahlung von 4.500 Euro, die wir leisten müssen. Diese Sonderzahlung von 4.500 Euro ist hier auch beschrieben. Das ist unsere BAFA-Förderung. Wir kriegen ja unter anderem kriegen wir von der BAFA kriegen wir die Fördergelder. Das heißt, ihr müsst dann die Fördergelder, die ihr nachher bekommt, müsst ihr bei diesem Deal hier vorher bezahlen. Das heißt, ihr habt 0% Anzahlung gemacht und habt dann eine Rate von 268 brutto. Wenn ihr jetzt sagt, naja, komm, ich habe aber auch noch, sagen wir mal, 4.000 Euro zusätzlich, die ich nochmal anzahlen kann, dann würdet ihr bei 156 brutto liegen. Also wirklich sehr wenig Geld, wenn man bedenkt, was das für ein Hammer-Auto ist. Guckt euch das mal an hier im Einzelnen. Ihr könnt hier natürlich auch die anderen Varianten noch anschauen, aber das wäre die günstigste, die wir hier momentan haben. Das ändert sich natürlich andauernd. Guckt euch da die aktuellen Zahlen an. Aber das finde ich schon recht gut. Also sensationell fast, wenn ihr bedenkt, was das für ein richtig tolles Auto ist, komplett ausgestattet als E-Hybrid und dann keine 160 Euro brutto. Wenn ihr jetzt geschäftlich unterwegs seid, bezahlt ihr für das Auto 120, 130 Euro im Monat in der Konfiguration. Aber wie gesagt, spielt hier einfach mal selber mit den Zahlen rum, so wie das für euch interessant wäre. Ja, und dann schlag zu. Ja, ich hoffe, dass euch die Vorstellung des Autos gefallen hat und dass ich vielleicht den einen oder anderen neugierig machen konnte. Vor allem, wenn man sieht, für welch super günstige Konditionen man doch so ein Auto finanzieren oder leasen kann, gewerblich oder eben auch privat. Schaut da einfach mal auf die Seiten drauf. Ich habe eben schon erwähnt,
Die ganzen Links, Fahrberichte, Leasing-Internetseite und auch Herstellerseite verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal entsprechend rein. Und vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal so ein bisschen neugierig geworden und sagt, naja, zu den Konditionen kann ich vielleicht schon früher so ein schönes Auto mir leisten. Schaut da einfach mal rein, kalkuliert mal für euch selber und dann würde ich euch viel Glück und viel Spaß dabei wünschen. Und wenn euch das gefallen hat, was ich hier gemacht habe, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis dahin, tschüss!